Ja, ich freue mich sehr. Es ist das zweite Mal, ich glaube, vor rund 4 Wochen war ich beim ersten Mal dabei, wieder in dieser Runde dabei zu sein. Heute mit dem Thema, was etwas mehr in die Zukunft schaut, der Werkzeugbau als Datenmanager, eine Revolution im deutschen Werkzeugbau. Es geht etwas anders, ohne dass ich den Herrn Professor Ganzauge da jetzt enttäuschen möchte, weniger um die Maschinendatenerfassung, sondern eher um das marktseitige Potenzial, was der Werkzeugbau hat, in Bezug auf die Nutzung von Daten im Produktionsprozess. Dazu möchte ich zuvor einmal ein wenig einleiten, und zwar eigentlich mit der Frage, was bewegt den Werkzeugbau? Den Werkzeugbau bewegen ganz, ganz viele Sachen, aktuell natürlich insbesondere das Thema Corona und alles, was damit hängt. Da das ein Thema ist, was wirklich ja, vielen auch schon, dass viele schon überstrapaziert, habe ich mich jetzt bewusst darauf oder dafür entschieden, das Thema außen vor zu lassen und einmal die Zeit um 3 Wochen oder 4 Wochen zurückzudrehen. Ja, also mittlerweile sind es ja gar schon eher 8 Wochen. Oder aber auch entsprechend wieder vorzureden, um zu schauen, was passiert eben danach, was bewegt den Werkzeugbau in diesen Phasen. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das sind auf der einen Sache natürlich politische Themen. Politische Themen waren früher, beziehungsweise in den letzten 2 Dekaden eher weniger von Präsenz, haben sich aber in Bezug auf, den Protektionismus in den USA, Themen rund um den Brexit in Großbritannien wieder verstärkt in den Vordergrund gespielt. Ein Thema Elektromobilität, natürlich auch für den Werkzeugbau ein Riesenthema, weil es zum einen dazu führt, dass aktuell die Automobilbranche, sagen wir es mal, sehr langsam in Entwicklungsprozessen ist, beziehungsweise die neuen Modelle noch nicht in der Vielfalt auf den Markt bringt, wie wir uns das als Werkzeugbau eigentlich wünschen würden. Und auf der anderen Seite natürlich neue Technologien, neue Bestandteile von Automobilen, worauf sich der Werkzeugbau entsprechend anpasst. Wir haben Themen wie Handelskonflikte zwischen China und den USA, auch wenn ich heute Morgen gehört habe, dass sich das Ganze wieder etwas befrieden soll, ist da natürlich immer eine gewisse Skepsis noch dabei, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, aber auch dann die, ich sag mal, das Temperament des einen oder anderen Politikers. Schwächelnde Konjunktur in China, ein großes Thema. Heute Morgen im Radio gehört, dass der Automobilabsatz fast wieder auf dem gleichen Level ist wie vor Corona. Da auch wird es spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ein Riesenthema, auch das hat man in den letzten 8 Wochen quasi gar nicht mehr gehört, ist aber das Thema der Vormonate gewesen, Nachhaltigkeit. Wir denken an das Thema Friday for Futures. Auch da gibt es einfach Themen, die Unternehmen sozusagen beeinflussen und die entsprechend berücksichtigt werden. Der letzte Punkt hier unten auf der rechten Seite ist noch das Thema gleichwertige globale Wettbewerber. Wir sehen insbesondere, wenn wir uns mal ein Beispiel anschauen, Spritzkis Werkzeugbau in China, sehen wir einfach, dass die Konkurrenz enorm gestiegen ist und so ein Differenzierungsmerkmal Produktqualität vielleicht nicht mehr das Entscheidende ist. Da würde ich gleich auf späteren Folien nochmal drauf eingehen. Das ist eher das Thema, ich sage es mal, gesellschaftlich, politisch, ökonomisch. Wir haben aber auch ganz viele Themen, die für uns als Werkzeugbauer häufig gar nicht so erschließbar sind, nämlich eben technologische Entwicklung. Alle sprechen von künstlicher Intelligenz und Machine Learning, 3D-Druck, wir hatten es gerade eben schon gehört, ein immer noch heißes Thema, auch wenn es eigentlich fast schon wieder ein Thema ist, was etabliert, bei vielen Werkzeugbaubetrieben einfach noch nicht Standard. Wir sprechen von kollaborativer Robotik. Wenn ich in den Werkzeugbau schaue, sehe ich eine Montage so händisch wie in kaum einem anderen Gewerk in der produzierenden Industrie. Auch da wird sich mit Sicherheit in Zukunft etwas tun. Wir haben ein Thema digitaler Zwilling, Nachverfolgbarkeit der Produktionsprozesse in Bezug auf die Daten. Wir haben die Möglichkeit durch den neuen Mobilfunkstandard 5G, wo wir hier in Aachen eine der ersten Fabriken haben, die Demofabrik, die damit vollends ausgestattet ist, also kein LTE 4 Plus Netz, sondern ein reales 5G-Netz, wo wir einfach sehen, was für Potenziale das Thema bietet. Wir haben Themen wie Cloud Computing, wir hören immer wieder das Thema Blockchain und wir haben auch Themen wie Virtual Reality und Augmented Reality. All das sind, wir haben es jetzt mal einfach als technologische Entwicklung und Einflussfaktoren tituliert, die eine Rolle spielen, aber für die meisten gar nicht so richtig greifbar sind, beziehungsweise Themen sind, die man vielleicht auf dem Schirm hat, aber sicherlich nicht im Fokus. Das sind alles Themen, die den Werkzeugbau beeinflussen, auf technologischer sowie auf gesellschaftspolitischer Ebene. Und wenn wir mal schauen, ein bisschen in die Vergangenheit, was
bei solchen Entwicklungen in anderen Branchen passiert ist. Auf der linken Seite hier habe ich einmal, bevor ich die rechte Seite gleich aufmache, das Thema Veränderung im Bankensektor durch das Thema Online-Banking. Jetzt ist es relativ schwer, in diesem Format mal abzufragen, wer von Ihnen Online-Banking macht. Ich würde aber mal behaupten, wir sehen hier eine Zahl von knapp 60%. Das schicke ich dir. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Okay, ich dachte, da wäre eine Wortmeldung. Also ich gehe davon aus, dass ein Großteil von Ihnen, im Durchschnitt sind es ungefähr 60%, heutzutage Online-Banking nutzt. Und wie ist das Ganze passiert? In den 80er Jahren hat man schon mit dem sogenannten BTX-Dienst, das ist ein Dienst, wo man eben einen interaktiven Online-Dienst kombiniert hatte, indem man Telefon und Fernseh kombiniert hatte und damit ein Kommunikationsmedium hatte, noch vor dem Internet, hat man versucht, den Kunden entsprechend durch Digitalisierung mit einzubinden. Und man hat dann Anfang der 2000er auch die ersten Online-Banken entstehen lassen. Und wer es heute kennt, die wenigsten von Ihnen sind wahrscheinlich noch regelmäßig in Bankfilialen. Was ist aber eigentlich passiert? Man muss sich mal überlegen, dass früher das Hauptgeschäft von Banken Transaktionen waren, die dann entsprechend, Sie kennen noch alle die Überweisungsträger, entsprechend ausgeführt wurden. Heute sind wir als Kunden diejenigen, die dieses Wertschöpfungsprozess der Bank übernehmen und dafür sogar noch bezahlen müssen. Also man hat den Kunden ein zusätzliche Transparenz und damit einen Komfort sozusagen zur Verfügung gestellt. Und dadurch hat sich das Kundenverhalten auch massiv verändert. Auf der anderen Seite war es eben dann so, dass das Routinegeschäft weggefallen ist und die Kunden oder die Banken sich auf ganz andere Themen konzentrieren müssten. Man sieht es unter anderem dadurch, wenn man sich einmal anschaut, wie viele Banken im Investmentgeschäft tätig geworden sind Anfang der 2000er Jahre, dass eben einfach wahnsinnig viele Kapazitäten frei sind. Das ist eine Branche, die relativ weit weg ist, aber erstmal zeigt, wie so ein Thema Internet eigentlich diese Branche, ich würde mal sagen, früher hätte man gesagt, naja, wenn man Banker wird, da hat man immer was zu tun. Das, glaube ich, wird heute keiner mehr unterschreiben, eben insbesondere wegen der Digitalisierung. Wir haben aber noch eine zweite Branche, die ganz eindrücklich zeigt, wie das Thema Digitalisierung auch diese Branche verändert hat, nämlich das Thema Farming 4.0, nämlich die Optimierung der Landwirtschaft. Heutzutage ist es so, dass die Landwirtschaft wirklich ein sehr komplexes Konstrukt geworden ist, wo nicht mehr eine Zugmaschine entsprechend über die Felder fährt, sondern alles digital miteinander vernetzt wird. Es werden sensorische Daten gesammelt, die werden ausgewertet, die werden analysiert und entsprechende Handlungsoptionen werden den Landwirten zur Verfügung gestellt. Das hat zum Beispiel bei der Firma Klaas dazu geführt, dass deren Maschinen weniger dazu sind, eben die Felder zu bewirtschaften, sondern zu einem Großteil mittlerweile auch dazu sind, Daten zu generieren und diese entsprechend zu verarbeiten. Dadurch können Sie dem Nutzer entsprechend Daten zur Verfügung stellen, wodurch dessen Produktivität, das sieht man hier einmal auf dem marktseitigen Nutzen, signifikant gesteigert werden kann. Auf der anderen Seite aber Klaas hingehen kann und das Angebot gänzlich neu formieren können. Die sind weggegangen vom reinen Hersteller von Hardware in Bezug auf Zugmaschinen etc., sondern können mittlerweile Finanzierung, Leasing und Versicherungsangebote nutzenspezifisch ausarbeiten. Das heißt, auch diese Branche, ein Klaas hat sich, oder ein Klaas repräsentativ für alle weiteren Anbieter wie John Deere etc., haben sich entsprechend so verändert, dass ein anderes Nutzerverhalten, aber auch ein eigenes Wertschöpfungsverhalten zustande gekommen. Wenn man sich jetzt einmal anschaut, was aus denen geworden ist, die sind eigentlich zu Datenhändlern geworden. Sie erinnern sich an meinen Titel, der Werkzeugbau als Datenmanager. Dann schauen wir doch mal, wie der Stand im Werkzeugbau ist. Im Werkzeugbau ist der Stand aktuell noch nicht so, wie man sich den eigentlich wünschen würde. Das traditionelle Verständnis ist nämlich, so wie es früher in anderen Branchen auch war, das klassische Geschäft von Werkzeugen und entsprechend ergänzenden Dienstleistungen, die ich dem Kunden zur Verfügung stelle bzw. verkaufe. Zwei Kennzahlen, die wir erhoben haben in unserer Studie, zeigen, dass eben 79% der Unternehmen, also einem mehr als drei Viertel Unternehmen, eine klare Struktur beim Vorgehen zur digitalen Transformation fehlen. Und das sehr häufig dann auch wertschöpfungsseitig gesehen wird, um die Produktivität in der Produktion zu steigern. Weniger das Thema, den Kundennutzen zu erhöhen. Das sieht man nämlich auch hier drin, dass 95% der Werkzeugbetriebe keine datenbasierten Dienstleistungen bieten. Wenn man sich aber anschaut, wo wir eigentlich hinwollen zum digital vernetzten Werkzeugbau, dann sehen wir ganz eindeutig, dass es sehr viele Handlungen ausschließlich innerhalb der bestehenden Kompetenzen im Werkzeugbau gab.
Es gab sehr viele evolutionäre Prozesse, wenige revolutionäre. Und eben der Fokus lag ganz häufig auf dem Thema Effektivität und Effizienzsteigerung, was dazu führte, dass man im klassischen Produktionsdreieck oder der Dichotomie Qualität, Kosten und Zeit versucht hat, diese zu optimieren, wie das klassisch in der Produktion auch historisch gesehen der Fall war. Wenn wir uns jetzt aber einmal anschauen, dass der Wettbewerbsdruck steigt, ich hatte es eben gesagt, die Wettbewerber werden immer besser, rücken immer näher an die Qualitätsstandard des Werkzeugbaus in Deutschland, da müssen wir uns einmal anschauen, wie kann ich mich denn noch darüber differenzieren, wenn ich das Thema Preis, Qualität und Zeit mir anschaue. Kann ich mich über weiter über sinkende Preise differenzieren? Ich denke, da sind wir einer Meinung, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man sich einmal anschaut, wie die Arbeitskosten in einem Land wie Deutschland, wo sicherlich ein Lohnniveau herrscht, wie in ganz wenigen Ländern dieser Welt, auch verglichen mit Industrieländern, wenn man sieht, wie die Arbeitskosten signifikant gestiegen sind, allein in den Jahren 2014 bis 2018 und wie der Werkzeugpreis hier sicherlich auch ein bisschen gezeigt durch das Thema Automobilindustrie, wie der Werkzeugpreis signifikant gefallen ist, dann kann man ganz klar sagen, über den Preis werden wir uns in Deutschland natürlich nicht differenzieren können. Ich denke, das liegt auf der Hand. Kann ich mich dann über Durchlaufzeiten differenzieren? Da haben wir uns mal angeschaut, wir haben eine Kennzahl in unserem Wettbewerb gebildet, das ist der sogenannte Wert pro Tag. Was haben wir gemacht? Wir haben uns die Wertschöpfung pro Tag genommen, heißt den Auftragswert minus die Fremdleistung, das Ganze normiert über die Durchlaufzeit, um es vergleichbar zu machen, und sehen ganz klar, dass die Wertschöpfung pro Tag im Werkzeugbau auf einem Niveau von 1.500 Euro pro Tag liegt. Bei den besten Werkzeugbaubetrieben in Deutschland, gemessen hier an den Wettbewerbern oder den Teilnehmern Excellence in Production 2019, der Top 10, Entschuldigung, die Kennzahlen beziehen sich auf 2018 dann, und wir uns einmal anschauen, wie ist es denn eigentlich bei Werkzeugbaubetrieben mit einem entsprechenden Fokus aus China, mit des westeuropäischen Marktes, dann sehen wir, dass die signifikant übertroffen wird. Das kann natürlich ein daran liegen, dass die Werkzeuge signifikant teurer sind oder der Preis höher ist. Das ist aber in diesem Fall nicht der Fall, sondern ich habe natürlich den Nenner Durchlaufzeit und kann über diesen natürlich signifikante Zeiteinflüsse. Das heißt, wenn man sich da mal die Karten legt und das Ganze miteinander vergleicht, sehen wir auch hier, dass ich mich über die Zeit trotz langer Transportwege eigentlich nicht mehr differenziere. Naja, dann bleibt noch die Qualität. Kann ich mich über die noch differenzieren? Und da sehen wir ganz eindeutig, dass man das noch tun kann. Wir haben hier mal eine Kennzahl gebildet über die Qualität nach der zweiten Bemusterung. Da sieht man, dass in China noch 20% fehlerhaft sind, in Deutschland knapp die Hälfte, nur 10% da noch gefallen sind. Das heißt, der Werkzeugbau hat noch eine bessere Qualität im Durchschnitt, aber ich habe hier mal ein Zitat eines Werkzeugbauleiters reingebracht. Wir haben ein Werkzeugprojekt zu 1/5 unserer Herstellkosten in China beauftragt. Von der Qualität der ersten Teile sind wir positiv beeindruckt. Das heißt, ich denke, jeder, der da mit chinesischem Werkzeug schon mal zu tun hatte, und ich greife gerade immer China als Paradebeispiel auf, es gibt sicherlich auch andere osteuropäische Märkte, für die das so gilt, und auch in Südamerika Märkte, die da stellvertretend für stehen, sehen wir einfach, dass auch das Thema Qualität zunehmend schwieriger wird. Sodass auch eine Differenzierung darüber nicht möglich ist. Naja, jetzt habe ich ein Problem, wenn ich mich über Zeitkosten und Qualität nicht mehr differenzieren kann, dann brauche ich ein Differenzierungsmerkmal. Und ich zeige Ihnen jetzt mal einen möglichen Lösungsweg auf, nämlich der Werkzeugbau als Datenmanager. Wir schauen uns hier nochmal ein bisschen die Evolution an, nämlich der Werkzeugbau hat früher ein Produkt gefertigt, ein reines Werkzeug, ist dann hingegangen und ist dienstleistender Produzent geworden und hat immer mehr Dienstleistungen zum Werkzeug hinzu angeboten als Additiv. Und teilweise heutzutage gibt es sehr schöne Werkzeuge, die Werkzeugbaubetriebe, die eben dann entsprechende Leistungsbündel anbieten. Die sind fast schon eher ein produzierender Dienstleister. Aber als Werkzeugbau müssen wir nämlich Lösungslieferant werden, um, und das ist eben das ganz Wichtige, den Kundennutzen in den Fokus zu stellen. Wenn Sie einmal überlegen, in den meisten Werkzeugbaubetrieben, wie wird der Kundennutzen in den Fokus gestellt? Durch technologische Verbesserungen, durch bessere Machbarkeiten, durch höhere Qualitäten über den Lebenszyklus. Da wird der Fokus drauf gelegt, aber weniger auf andere Themen. Und da möchte ich jetzt einfach ein bisschen mehr drauf eingehen. Denn als Datenmanager ist man eigentlich in der Lage,
stärkere Kundenbindung zu gewährleisten, höhere Produktivitäten zu erzielen, geringere Kosten zu, also in Bezug auf Total Cost of Ownership zu realisieren und eben auch das Thema verbesserte Prozess- und Kundenverständnisse zu erlangen. Auf der nächsten Folie will ich einmal auf zwei wesentliche Bestandteile eingehen. Das sind nämlich einmal die Smart Tools und die Smart Services. Die Smart Tools, das sehen wir hier, wie ist es eigentlich heute? Wie wird der Kundennutzen bzw. wie werden die Kompetenzen in Bezug auf das Werkzeug denn dargestellt? Ich habe eine Fokussierung auf die Reduktion von Kosten während der Wertschöpfung. Ich habe eine ausgeprägte Kompetenz in den bestehenden Fertigungsverfahren. Ich habe eine hohe Methodenkompetenz und häufig auch noch eine hohe Kapazität und habe ein ausgeprägtes Verständnis und einen Selbstanspruch, eben die qualitativ hochwertige Werkzeuge zu erzeugen. Das führt dazu, dass ich einfach eine Fokussierung im Bereich der bestehenden Kompetenzen gehabt habe und auch immer häufig noch habe. Wie sollte es eigentlich zukünftig sein, wenn ich mich mit dem Thema Smart Tools auseinandersetze? Dann brauche ich ein Verständnis zum Thema Datenverarbeitung, Qualität, Transparenz, Schutz und Sicherheit. Ich muss mich mit Daten auskennen. Ich muss mich mit Sensorik und Aktorik auskennen. Ich muss mich mit Ursache-Wirkungsbeziehungen auseinandersetzen und eben auch Prozesskennzeichnen. Und ich brauche das Thema Regelungstechnik. Das heißt, das sind alles Kompetenzen, die in der Regel nicht in dem Werkzeugbau bestehen und die ich entsprechend aufbauen muss in Bezug auf neue Technologien und in Bezug auf das Thema Datenverarbeitung und Analyse. Genauso sieht es bei Dienstleistungen aus. Wenn ich Dienstleistungen habe, wir nehmen mal das Thema Maintenance, dann ist es in der Regel so, Werkzeugbau gibt ein Werkzeug in die Produktion, diese produziert und irgendwann gibt es einen Stillstand. Dann gibt es eine Reparatur, es gibt einen Eilauftrag in den Werkzeugbau und nach ein paar Tagen gibt es dann eine Reparatur und entsprechend wieder die Rückspielung in den Serienbetrieb. Das geht natürlich bei internen Werkzeugbaubetrieben häufig schneller, nicht immer. Häufig schneller als bei externen, aber dennoch ist das Bild eigentlich das gleiche. Wie sieht es aus im Thema Predictive Maintenance? Dann müsste es doch eigentlich so sein, dass ich entsprechend Daten erzeuge während des Prozesses, diese Daten im Werkzeugbau hinüberspiele, der entsprechend die Transparenz hat, sich das visualisiert und Vorhersagen machen kann, wann ich eigentlich Predictive Maintenance erzeugen muss. Das ist aber nur ein Beispiel für einen entsprechenden Smart Service. Man muss sich vielmehr auch mit dem Thema datenbasierte Geschäftsmodelle auseinandersetzen. Denn ein Geschäftsmodell zu erschließen, ist gar nicht so einfach. Das Geschäftsmodell von Google zu benennen, ist heute nicht mehr so einfach, wie es vielleicht früher mal war. Denn die haben sich ganz ausführlich Gedanken über Ertragsmodelle, über Nutzenversprechen, über die Wertschöpfungskonfiguration gemacht. Da gehört eben viel, viel mehr zu. Und auch dafür brauche ich entsprechende Kompetenz. Heute, wenn man sich anschaut, wie ist das Thema Dienstleistungen kompetenzseitig aufgestellt, habe ich viel Thema Produktinnovation, da schaut man drauf. Man hat oft ein reaktives Handeln. Ich hinterfrage häufig die bestehenden Geschäftsmodelle. Ich weiß natürlich, dass ich einen operativen Druck habe, Wettbewerbsdruck, aber trotzdem bin ich in meinem Geschäftsmodell, was häufig sehr simpel ist, gefangen und eben, dass Dienstleistungen als geringwertige Zusatzprodukte angesehen werden. Und auch hier ist es so, das Werkzeug steht im Vordergrund. Wenn ich mir aber überlege, dass ich eigentlich die Kundenbedürfnisse in den Vordergrund stellen muss und mir mal einmal anschauen muss, was für Chancen solche Dienstleistungen bieten, was ist auch ein marktseitiges Teil, was sind Dienstleistungsarten und Ertragsmechaniken und wie kann ich eben auch solche Dienstleistungen konzeptionieren, da stellen wir fest, dass vielen Werkzeugbaubetrieben da einfach die Kompetenzen fehlen, weil ich eben Kompetenzen im Bereich des Managements und der Dienstleistungen dem Thema Ertragsmodell bzw. Wertschöpfungsmodell benötige. Und die ist häufig nicht vorhanden, weil historisch gewachsen, häufig sehr technisch basiert. Das sind aber beides Probleme, die ich habe, wenn ich zum Datenmanager werden will. Was bedeutet das jetzt, zum Datenmanager werden? Ich habe ihn hier mal aufgebaut, einmal sehr wissenschaftlich dargestellt. Gleich bringe ich Ihnen auch nochmal ein Beispiel, wie das Ganze aussehen kann. Wenn wir es mal als mathematische Funktion aufbauen, dann war es früher so, ich hatte ein funktionstüchtiges Werkzeug, was ich dem Kunden verkauft habe. Der Kunde hat es an sich genommen und ich hatte ganz klar eine Übergabe. Das heißt, ich hatte ein Werkzeugbaurisiko, ich hatte ein Kundenrisiko, eine ganz klare Risikoabgrenzung und es gab auch einen unterschiedlichen beziehungsweise einen Interessensausgleich. Was ist aber über die letzten Jahre und eigentlich auch Dekaden schon passiert?
Es wurden garantierte Standzeiten gefordert oder angeboten und es wurden auch garantierte Produktivitäten gefordert. Also quasi die Ableitung oder die Ableitung der Funktion oder die Ableitung der Funktion Stück pro Stunde. Wenn wir uns das einmal anschauen, dann habe ich ein Problem, denn die Risikoabgrenzung ist eigentlich nicht mehr genau vorhanden, denn ich denke, alle von Ihnen wissen, die sich mit dem Thema Reparaturen beschäftigen und auch Aufträge haben, einer der häufigsten Stillstände in der, nehmen wir mal einfach die Spritzgießproduktion, ist werkzeugbedingter Stillstand. Ob der und dass der tatsächlich werkzeugbedingt war, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich habe gar nicht die Möglichkeit, das zu erfassen. Und ich habe eben ein Kundenrisiko und ein Werkzeugbaurisiko, was nicht mehr klar voneinander abgrenzbar ist, ohne eine entsprechende Datentransparenz. Und dadurch habe ich einen Interessenskonflikt. Das Ganze auflösen können wir aber, indem wir keine Produktivität garantieren, sondern eine Produktivitätssteigerung. Wie sieht das Ganze aus? Dann habe ich nämlich wieder genau die Abgrenzung und ich habe ein gleichgerichtetes Interesse und ich zeige Ihnen auf der folgenden Folie einmal, wie das Ganze dann auch aussehen wird. Traditionales Geschäftsmodell. Ich habe ein Werkzeug, ich habe eine Ausbringungsmenge pro Stunde, ich habe eine Zeitachse und habe eine vereinbarte Summe, die läuft entsprechend. Irgendwann gibt es Abweichungen vom Formtoleranz oder ähnliche Probleme, die dazu führen, dass ich eine Ausschussrate habe und irgendwann kommt es zu einem Bruch, ich habe eine Reparatur. Dann habe ich einen Zeitfaktor, wo ich wieder das Ganze anfahre und gehe wieder auf meine normale Stückzahl und irgendwann breche ich wieder ein. Dadurch habe ich natürlich ein sehr traditionelles Serviceangebot nur und habe eben eine konstante Ausbringungsmenge. Was hier auch nicht berücksichtigt ist, ist ein Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Ressourceneffizienz. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich sehe, dass es zu Schwankungen kommt und die Ausbringung sinkt. Dann gehe ich in eine präventive Wartung, die ich vielleicht nur durch minimale Anpassungen des Prozesses herbeiführen kann und steigere damit über den Zeitverlauf meine Produktivität. Denn alles, was hier unter dem Integral ist, kann ich natürlich dann über das Integral amortisieren und habe am Ende der Zeit einen Produktivitätsgewinn. Das heißt, ein Produktivitätsgewinn wäre erstmal eine Sache, wo ich die Produktion optimiere, wo ich eine steigende Ausbringungsmenge habe und dadurch entsprechend auch ein gleichgerichtetes Interesse von Kunde und Werkzeugbau. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, um das zu veranschaulichen. Die Firma Heidelberger Druck, ich denke Heidelberger Druckmaschinen, eines der renommiertesten deutschen Maschinenbauunternehmen, ist Ihnen sehr wohl bekannt. Die hatten aufgrund einer negativen Gewinnentwicklung aus den Jahren 2008 bis 2013, wo ja eigentlich der Maschinenbau in Deutschland wieder geboomt hat, steckender Krise. Und die haben tatsächlich ein neues Geschäftsmodell, die nennen das ein subskriptives Geschäftsmodell entwickelt und sind seitdem wieder in positiven Gewinnzahlen. Was haben die gemacht? Das traditionelle Verständnis von Heidelberger Druckmaschinen war, ich verkaufe eine Maschine zu einem entsprechenden Preis und habe über den Zeitverlauf entsprechende Services, entsprechende Wartungen, die dazu führen, dass ich geringe kumulierte Zahlungen habe, die letztlich zu Umsatz bei mir geführt haben oder bei Heidelberger Druckmaschinen. Wie macht es aber der Wettbewerb? Der Wettbewerb geht mit einem signifikant geringeren Einkaufspreis rein. Das heißt, die Maschine wird deutlich günstiger angeboten, habe aber aufgrund der Qualität eine entsprechend steilere Kurve in Bezug auf weitere Zahlungen. Das interessiert aber in der Regel den Einkäufer nicht. Denn Einkauf, der wird hieran gemessen, der wird nicht an Kosten entlang des Lebenszyklus gemessen. Und ich denke, das kennen Sie auch aus Ihrem Werkzeugbauleben, dass das ein Riesenproblem ist, dass die Kostenstelle Produktion eben eine andere ist. Und was hat Heidelberger Druck gemacht? Die sind hingegangen und haben gesagt, naja, wir verkaufen die Maschine jetzt wirklich exorbitant günstiger, wollen aber durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die durch eine Datenaufnahme ermöglicht werden. Das heißt, der Prozess wird quasi von Heidelberger Druck gesteuert, der wird optimiert und dadurch bekomme ich es hin, dass ich eine Produktivitätssteigerung beim Kunden erreiche und nämlich genau dieser Bereiche des Graphens. Und wenn ich eine solche Produktivitätssteigerung sicherstellen kann, dann kann ich mit dem Kunden sagen, pass auf, lieber Kunde, wir machen 50-50, du bekommst die Hälfte, ich bekomme die Hälfte und die erzielen es damit, eine Kundenbindung zu steigern. Die erzielen dadurch laufende, ich nenne das mal Gewinne und Umsätze und sind dadurch in der Lage, eben eine hohe Transparenz auch zu erzeugen über den Prozess und das wiederum in zukünftige Maschinenkonzepte einfließen zu lassen.
Das wäre eine tatsächliche Revolution im Werkzeugbau. Wenn man sich überlegt, ich gehe hin und verkaufe nicht mehr das Werkzeug, sondern den Prozess, dass der gerade läuft und erziele damit noch eine Produktivitätssteigerung. Damit hätte ich eigentlich zufriedenere Kunden, ich hätte einen zufriedenen Werkzeugbaubetrieb und ich habe eben auch eine Nachhaltigkeit durch gleichgerichtete Zusammenarbeit, da ich weniger Ausschuss habe, ich habe eine effizientere Produktion und bekomme damit eigentlich eine Wettbewerbsdifferenzierung, weil ich in der Lage bin, den Kunden ganz anders zu bespielen. Aber wir haben natürlich auch ein Problem. Und wir haben eigentlich kein kleines Problem, denn um das Ganze zu gewährleisten, brauchen wir drei Player, die da mitspielen. Das ist zum einen, wir haben es mal genannt, politische Unterstützung. Wir brauchen eine Förderung des wettbewerbsfähigen, umweltbewussten Produktionsstandortes Deutschlands. Ich denke, Sie alle wissen, als Putzbetriebe, als Mitarbeiter in Produktionsbetrieben, dass, sagen wir es mal so, der Produktionsstandort Deutschland in den letzten Jahren sicherlich an Attraktivität verloren hat. Aufgrund verschiedener Faktoren, die ich gar nicht beleuchten wollte. Auf jeden Fall benötigen wir für solche Maßnahmen ein klares Commitment für einen Produktionsstandort Deutschland und auch für einen starken Werkzeugbau. Wir brauchen ein anderes Kundenverhalten. Sie kennen das klassische Bild des Eisbergs. Hier geht es eigentlich einmal darum, das, was ich eben schon mal angespielt habe, Zielkosten dürfen nicht ein geringer Einstiegspreis oder ein geringer Werkzeugeinkaufspreis sein, sondern müssen es sein, Lebenszykluskosten zu optimieren und diese in den Fokus zu stellen. Genauso brauche ich aber auch einen Werkzeugbau, der sich kompetenzseitig so aufstellt, eben dieses Thema auch angehen zu können. Das bedeutet, ich brauche Kompetenz im Bereich Management und dieser neuen Technologien. Ich hatte die Kompetenzen eben, die geforderten, aufgezeigt, um das Ganze angehen zu können. Wie man das Ganze machen kann, wir haben da eine Studie rausgebracht im Jahr 2018, Ende 2018, aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt raus mit dem Werkzeugmaschinenlabor und der Firma Fritz Stepper, wo wir einmal uns angeschaut haben, naja, was brauche ich denn eigentlich, um intelligente Werkzeuge auslegen zu können? Ich hatte so ein paar Themen schon mal angedeutet, haben da ein vierschrittiges Vorgehen mal aufgezeigt, haben aber auch datenbasierte Geschäftsmodelle uns angeschaut, wie eben der Werkzeugbau denn auch tatsächlich dann einen Umsatz machen kann. Denn häufig sind Dienstleistungen, die angeboten werden, kostenlose Zusatzleistungen, die nicht honoriert werden und damit entsprechend auch nicht bepreist werden können. Gerne, jetzt hatte ich gehofft, ich habe ja einen Link drin, den habe ich leider nicht drin. Gerne können Sie diese Studie kostenlos auf unserer Homepage im Bereich Downloads runterladen. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Für mich sind noch zwei Sachen wichtig. Das Ganze eine Möglichkeit da, wie sich der Werkzeugbau vielleicht in Zukunft aufstellen könnte und ist bewusst sehr revolutionär angedacht. Natürlich gibt es da viele Herausforderungen, die man bewältigen muss, aber Sie können sich vorstellen, ähnliche Herausforderungen hatten die Banken damals, Anfang der 2000er Jahre, ähnliche Herausforderungen hatten auch andere Geschäftszweige, wie zum Beispiel die Landmaschinenproduktion. Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse setzen, ein paar Anregungen oder Sie zu ein paar Anregungen motivieren. Und ja, stehe Ihnen herzlich gerne, wenn Sie Fragen haben, dafür noch zur Verfügung. Ja, jetzt wäre der Moment, wo ihr alle auf die Klatschentaste drücken könnt oder auf den Daumen hoch oder nonverbal kommunizieren könnt, wie wir es gelernt haben beim Stefan Werra. Ja, Tobias, erstmal danke für den Vortrag und das wäre jetzt tatsächlich die Frage in die Runde, die Gesichter, die man sieht, die anderen können gerne ihre Kameras noch anmachen, wenn sie wollen. Wer hat denn von den Tobias Hensen? Der Carsten, das war sowas von klar. Du musst nur deine Leertaste drücken, dann hören wir dich. Carsten. Hört man mich? Ja, super. Sehr gut. Ich habe immer Fragen, das ist klar, gerade in dem Thema, weil ich komme ja aus Tyco Electronics, also Automobilindustrie und diese Themen beschäftigen uns natürlich sehr stark, auch gerade was die Nachhaltigkeit betrifft und dieses ganze Drumherum, Total Cost of Ownership und so weiter und so fort. Aber einmal eine Frage an den Dr. Tobias Hensen. Wie überzeugt man denn einen Einkäufer davon? Ich bin Mechanical Engineer, Beschaffung, Werkzeugbau, also verantwortlich für die Technologie. Aber wie stellt ihr euch das vor? Wie kriege ich so einen Einkäufer, der wirklich nur in Geld denkt oder in Euros? Und das haben wir ja gesehen mit dem Preis. Wie überzeugt man den, dass er dann doch vielleicht ein bisschen mehr investiert? Genau, also ich glaube, da gibt's zwei, oder würde ich gerne zwei Antworten darauf geben. Zum einen, den Einkäufer zu überzeugen, das werden Sie nicht schaffen. Das werden Sie nicht schaffen aus dem Grund, da der natürlich über ein Zielsystem motiviert ist, möglichst günstig einzukaufen.
Ja, am Ende geht es dann um einen persönlichen Profit, den man als Einkäufer hat. Und da kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass dieses Zielsystem dazu führt, dass es eben geringe Einkaufspreise erzielen muss. Das heißt, und das ist das, was ich eben in der zweiten Sparte auf der vorletzten Folie gezeigt habe, es muss ein Umdenken bei den Unternehmen geben. Ich glaube, dass uns da diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte, ohne die jetzt zu bewerten in Bezug auf richtig oder falsch, glaube ich, dass viele Unternehmen zukünftig in ihren Ausschreibungen ganz andere Anforderungen haben. Also es gibt nicht mehr klassische Anforderungen wie Zertifizierung nach ISO etc. pp., sondern es wird auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit Regularien geben. Die werden nämlich, so mag ich das jetzt einfach mal zu prophezeien, die werden sicherlich dann politisch vorgegeben, dass es entsprechend am Produktionsstandort geschaffen werden, um das zu realisieren. Das heißt, über dieser Weg vom Werkbau alleine raus funktioniert es nicht. Die zweite Möglichkeit wäre, das Ganze einmal gemeinsam, ich meine, am Ende versucht man sich die Produktivität monetär dann zu teilen. Genauso kann es ja aber sein, dass ich am Anfang einmal mit einem Referenzkunden, mit einem Kunden, mit dem ich eng zusammenarbeite, so ein Thema einmal angehe und dann einmal auch mit einer beiderseitigen Investition einmal ganz sauber aufschlüssel, was für Effekte habe ich denn tatsächlich daraus. Denn wie Sie sagen, auch wir haben tatsächlich das Problem, da ich sag mal, hunderte und tausende Unternehmen zu finden, die das ganze Spiel mal mitspielen. Auch wir sind da immer dankbar für einzelne Unternehmen, die sagen, wir machen das mal, wir nehmen unseren Werkzeugbau mit an Bord und gehen dieses Thema mal an. Da hoffe ich einfach, dass es diese Veränderung geben wird und ich kann da nur motivieren, auf Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet, Kooperation schafft oder in Kooperation sehr eng agiert, auf die zuzugehen und die davon zu überzeugen, das mal zu probieren. Ja. Gut, also eine Musterlösung habe ich leider nicht, wie Sie wahrscheinlich auch erwarten konnten. Nein, aber die Antwort war gut, weil wir sind so ein Unternehmen, wir testen sowas momentan gerade an. Dass wir eben vielleicht so einen Euro mehr ausgeben, aber nicht durch die ganze Welt schippern müssen. Vielleicht findet sich in diesem Forum ja der ein oder andere Werkzeugbauer, der direkt sagt, na wunderbar, da würde ich mitmachen. Würden wir uns freuen. Aber auch da ist es wieder in dem Konzern, bis man da Lieferant sein darf, ist natürlich auch schwierig, aber innovative Unternehmen sind immer sehr gefragt und gesucht. Gut, dann werfe ich nochmal einen Blick in die Runde. Der Carsten. Ja, ich habe auch noch eine Frage dazu. Und zwar, wenn es um das Thema Produktivitätssteigerung geht, dann muss man ja auch erst wie eine Sollproduktivität aushandeln. Ich weiß nicht, oder stelle ich mir vor, dass man die aushandeln muss. Bei einem Bestandswerkzeug kennt man die Produktivität, die das Werkzeug erreichen kann. Beim neuen Werkzeug stelle ich mir ja schwierig vor. Wobei das ja eine Sache ist, die Sie heute auch machen. Also Sie handeln wahrscheinlich relativ selten, sondern kriegen eine Ausbringungsmenge definiert. Und wenn Sie diese Ausbringungsmenge erfüllen, alles, was Sie darüber hinaus erfüllen, entspricht ja dieser Produktivitätssteigerung. Das heißt, das ist eigentlich gar nichts, was sich wirklich verändern würde. Die muss natürlich genauso realistisch abgeschätzt sein, wie sie jetzt im Idealfall auch abgeschätzt wird. Ja, dazu würde ich kurz gerne sagen, also wir geben bei uns sogar die Zykluszeit über die Moldflow vor als Richtwert, um die Produktivität da eben auch nochmal zu berechnen, auch auf der Maschine. Zumeist auch eine Nestzahl, was wir uns vorstellen in Bereichen, wie wir produzieren wollen, weil wir zumeist auch Werkzeuge zurückholen in unsere Werke. Und wir erwarten dann einfach vom Werkzeugbau, dass die Zahl nochmal prüft mit seinen gegebenen Mitteln und Verständnis und Kompetenzen und dann zu uns sagt, packen wir oder sind sogar noch schneller oder gar langsamer. Also das, ja, dann haben wir ja immer noch rund 25 Teilnehmer in der Leitung, die ohne Bild am Start sind. Da sehe ich natürlich relativ schwer. Doch, der Volker hat die Hand gehoben. Virtuell. Kein Herrn Volker. Ja, hallo. Meine Frage geht dahin. Also der erste Schritt jetzt ist ja im Grunde genommen, also wir sind Dienstleister als Agentur, haben natürlich da auch Vermarktungsaufgaben zu erfüllen. Die Frage, die sich mir stellt, erstmal Gratulation zu dem guten Vortrag, war sehr spannend und sehr erhellend. Der erste Schritt muss ja eigentlich von dem Werkzeugbau tätigen kommen. Und die Frage ist, wie kriegt man da diesen Paradigmenwechsel hin? Also wir haben jetzt gerade für einen Spritzer, schreiben wir gerade eine PR-Geschichte.
Da hat man auch festgestellt, in Zeiten von Corona fährt alles digital jetzt abgewickelt, ohne dass sieben Leute aus sieben Ländern irgendwie zentral an einem Punkt zu fahren haben. Die Erkenntnis, die daraus gewachsen ist, das funktioniert ja tatsächlich. Und die Erkenntnis auch bei dem Endkunden von dem Spitzgießmaschinenhersteller ist, oh, da haben wir jetzt Kosten und Zeit in erheblichem Maße gespart. Stichwort, was Sie genannt haben, Herr Dr. Hensen, Kundenverhalten ändern. Was kann man dafür tun, bei den deutschen Werkzeugbauern eben dieses Verhalten zu ändern? Dass man zum Beispiel auch entsprechende, da haben wir auch in der Kundschaft entsprechende Anbieter, die Software-Tools anbieten, um überhaupt mal die Daten zu managen. Mhm. Also heute wird ja klassisch mit Excel-Sheet. Da kommt man, die Frage ist, wie kriegt man diesen Paradigmenwechsel bei den Werkzeugbauern hin, dass ihr sagt, so, ihr müsst euch jetzt mal mit den Daten, die jede Maschine produziert, die im Markt sind, dass man die effizienter managt. Wie, haben Sie da eine Idee, wie man da was hinbekommt? Also ich glaube, am Ende liegt es auf der Hand. Wenn man mal ganz ehrlich ist und wir uns anschauen, wie uns die, die Digitalisierung, das Internet im Privaten verändert hat, wer da glaubt, es wird in der Produktion nicht so sein, ja, der versperrt sich, glaube ich, ein bisschen der Realität, in welcher Ausprägung das auch immer sein mag. Ein Beispiel ist eigentlich wunderbar, wenn man, ich denke, jeder von Ihnen hat so einen Teil hier auf dem Tisch liegen. Ja. 2006 wussten wir auch noch nicht, dass wir das brauchten. Ja? Und Nokia und alle Wettbewerber wussten es eben auch nicht. Und dadurch, dass einer vorgeprescht ist, in dem Fall jetzt Apple, hat sich die Entwicklung so aufgemacht. Das heißt, die haben einfach erkannt, den Kundennutzen bekommen, nämlich entsprechend diese Innovation herbeiführe, auch ja mittlerweile ein deutlich anderes Geschäftsmodell. Die Hardwareproduktion ist ja nur noch ein Teil. Es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele Dienstleistungen, die damit gekoppelt sind. Und wir als Werkzeugbauer haben ja eigentlich schon die Hardware. Wir müssen jetzt nur noch schauen, dass wir die so figurieren, nenne ich das mal ganz pauschal, um entsprechend auch solche Dienstleistungen anbieten zu können. Und am Ende, wenn man sich auch anschaut, dass aktuell schon eine Art Konsolidierung in der Branche Werkzeugbau stattfindet hier in Deutschland, dass viele oder vielleicht auch das Angebot oder die Vielzahl der Werkzeugbaubetriebe etwas zu groß ist, wenn man sich die Nachfrage global anschaut, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, wenn man jetzt mal unternehmerisch denkt. Auf der einen Seite sich damit abfinden und versuchen, irgendwie seine Marge noch über 1-2% zu bekommen oder neue Wege zu gehen. Und ich kann da nur alle animieren, da mal neue Wege zu gehen. Denn häufig ist der Aufwand, den man da reinstecken muss, gar nicht so hoch, wie es auf den ersten Blick scheint. Heutzutage gibt es wahnsinnig kluge Studenten im Bereich der Programmierung, die einfach schnell Sachen umsetzen können, die ich so als Kompetenz nicht im Werkzeugbau habe. Und die muss ich mir eigentlich nur mal heranziehen, um mal einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann systematisch da entsprechend weitermachen. Das Schlimmste ist ja, was man machen kann, ist, den Schritt gar nicht zu gehen oder den Weg gar nicht zu starten, weil man eben zu große Herausforderungen am Ende sieht. Also gemäß dem Motto, geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Das könnte man so sagen. Wer ist hier am Abtanzen? Ach, war wohl nicht absichtlich. Okay, natürlich gibt es noch viele weitere Fragen, Tobias, aber da ja Verknappung ein Marketinginstrument ist und ich mir gut vorstellen könnte, dass die WBA vielleicht nochmal mit einem weiteren Vortrag irgendwann im 11 Uhr noch dabei ist, die Marketingkarte voll aus und vertragen all eure offenen Fragen, euren Wissensdurst auf eine hoffentlich kommende Veranstaltung gemeinsam mit der WBA. Vielen Dank dir, Tobias, für den tollen Vortrag. An alle anderen, danke, dass ihr dabei wart. Mit Bild, ohne Bild, mit Daumen hoch oder wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Schaut mal rein bei uns, vdwf.de, Termine, ob jetzt tagsüber, 11 Uhr noch oder abends, Spätschicht oder auch irgendwelche anderen Geschichten, gibt da ständig was Neues zu entdecken. Klickt mal rein. Bis bald. Ahoi. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss. Servus.